herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Wie machen wir unsere Gesellschaft wieder zukunftsfähig? Diese Frage hat viele kluge Wissenschaftler schon lange vor der Corona-Krise beschäftigt. Sie hat Antworten auf die drängenden Fragen nach Klimaschutz, Wirtschaftsperspektiven und Gerechtigkeit. Und sie denkt natürlich auch über die Frage nach, welche Lehren wir aus der momentanen Ausnahmesituation ziehen können. Eine der einflussreichsten Ökonominnen und Nachhaltigkeitsforscherinnen des Landes ist hier, Professor Maya Göpel. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa. Vielen herzlichen Dank. Diese Zeit, in der wir uns gerade befinden, diese Krise, ist das für Ihr Anliegen, also den Klimawandel und die Zukunft unserer Gesellschaft, ist das gut, dass das gerade passiert oder ist das eher schlecht? Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, gut ist ja gar nichts an dieser Situation jetzt im Endeffekt. Und ich glaube, auch da ist es ganz wichtig, dass niemand von den Klimaleuten jetzt, obwohl wir natürlich den Himmel über Wuhan wieder sehen können etc., sagen würde, das ist gut, dass das passiert ist. Sondern im Gegenteil, es ist natürlich ein Schockmoment. Und wir sehen dadurch relativ deutlich aber ja auch, was wir vorher an den bisherigen Formen des Wirtschaftens kritisiert haben. Und wo wir auch insgesamt eben bemerkt haben, wo wir vielleicht auf Kosten von der Umwelt, aber eben tatsächlich ja auch dem Schutz der Gesundheit gewirtschaftet haben. Und dafür ist es natürlich eine Schärfung der Perspektive, wirklich hinzuschauen, was sollte Wirtschaften ermöglichen und wem sollte Wirtschaften dienen und wie sichern wir dann eben eine ja, bessere Wirtschaftsform in der Zukunft, die uns auch gegen solche Krisen resilienter macht. Das ist ja auch so das Wort der Stunde, die Resilienz. Ja. Und wie kann man die wirklich verstehen und welche Zutaten braucht es dafür, damit Menschen sich gesund fühlen und gesund ernähren können und aber auch Zugang zu dem, was sie brauchen, nämlich Nahrungsmittel, ein Dach über dem Kopf oder eben Gesundheitsversorgung, merken wir alle sehr deutlich, dass das eigentlich die Essenz von Versorgungssicherheit ausmacht. Und je nachdem, wie wir jetzt damit umgehen und wie uns dieses Bewusstsein auch dazu bringt, zu sagen, vielleicht sollten wir die Art, wie wir mit Natur umgehen und welche Menschen, welche Tätigkeiten wir in unserer Gesellschaft wirklich wertschätzen und dann eben auch entsprechend vergüten und auch die Menschen, die dort arbeiten können, in der Anzahl wahrscheinlich dann nach oben fahren müssten. Das können natürlich dann positive Lehren sein, die mit Sicherheit Lebensqualität und Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft dann auch steigern können. Mhm. Wie die Zukunft nach Ihrer Meinung, nach dem, womit Sie sich intensiv beschäftigen, aussehen sollte, das müssen Sie unbedingt ausführlicher in dieser Sendung erklären. Sehr, sehr spannend. Das waren jetzt erstmal die wichtigsten Punkte. Ganz ausführlich informiert Sie heute um 20.15 Uhr ARD Extra und danach wieder ein NDR Info Extra über diese ganzen Entscheidungen, die heute getroffen wurden. Wir haben es jetzt gerade auch gespannt verfolgt. Wie schätzen Sie das ein? Ist das der richtige Weg? Ich glaube, insgesamt haben sich ja mehr und mehr Menschen tatsächlich Sorgen gemacht, was die Konsequenzen von diesem Lockdown auch sind. Also nicht nur jetzt wirtschaftlich gesamt betrachtet, sondern tatsächlich auch, was macht das mit uns, inklusive auch unserer Resilienz, dann eben im Fall von Krankheit auch mit Ressourcen umgehen zu können. Also die ganze Sorge von der älteren Bevölkerung, die sich so abgekapselt fühlt, ist ja auch Gott sei Dank jetzt mehr Thema geworden. Also das Schutz mit Wegsperren ja auch sehr viel Angst produzieren kann. Mhm. Und ich glaube, so eine Rückkehr zur Normalität ist gut vom Gefühl her, so eine Prozesshaftigkeit, so einen Tunnel zu sehen, wo kann es jetzt wieder rausgehen. Aber wie und wann, welche Beschränkungen eventuell wieder notwendig sind, das wird halt alles nur die Statistik und die medizinische Beobachtung im Endeffekt sagen können. Da können wir ganz wenig dazu sagen, weil das ja genau immer das Aushandeln von dem ist, wo versuchen wir, das Virus einzudämmen und wo versuchen wir aber natürlich auch die Resilienz der Gesellschaft zu erhalten und zu steigern. Und für uns ist natürlich aus der Klimaperspektive dann besonders interessant auch, welche Form von Stimuluspaketen und Konjunkturpaketen welchen Sektoren besonders helfen kann, eben die Wirtschaftsleistung dann tatsächlich zu bestreiten in der Zukunft. Das wird ja das Interessante mit dem Recovery nach dem Stabilisierungspaket. Ne? Genau, genau. Und wie lange das noch dauert? Die Frage ist ja auch, wenn man jetzt anfängt zu lockern und dann sieht man, die Lockerung war vielleicht doch nicht so gut, wir müssen wieder die Zügel ein bisschen enger anziehen, ob das dann der Großteil der Bevölkerung noch bereit ist zu akzeptieren, ne? Wenn sie erstmal wieder mehr Freiheiten hatten zwischendurch. Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, was wir erleben. Also die Bilder in Italien waren ja so eindrucksvoll, da hat, glaube ich, niemand wirklich in Frage gestellt, dass das gut ist, alles zu tun, um das einzudämmen.
Und die, ja, im Grunde genommen ist es so ein bisschen Orakeln. Also wie wird sich das jetzt auswirken? Werden wir das schaffen, die Fallzahlen niedrig zu halten? Oder wird es dann eben zu einer Explosion der Infektionen kommen und wir dann auch dramatische Bilder aus unseren Krankenhäusern erleben? Und ich glaube, all das, deshalb sind wir so ein bisschen im Orakeln. Ne? Wie wird es nach vorne gehen? Und deshalb ist dieses Auf-Sicht-Fahren jetzt gerade das einzige wirklich Mögliche. Mhm. Und da aber Klarheit zu sagen, reinzubekommen, was ist das, worauf sich die Bevölkerung verlassen kann? Ne? Also, dass niemand zurückfällt. Das sind ja auch Teil von diesen Maßnahmen, zu versuchen zu verhindern, dass die Insolvenzen nach oben gehen, zu versuchen zu verhindern, dass Menschen wirklich in Hartz IV rutschen, weil sie ihre eigentlichen Tätigkeiten nicht mehr ausüben können. Und diese Form von Sicherheit, die von unten durch eine Stabilisierung der Einkünfte, Stabilisierung der Lebensverhältnisse einhergeht, ich glaube, die ist auch besonders wichtig, um eher so längere Durststrecken, wenn sie denn noch länger werden, wirklich als Gemeinschaft auch durchgehen zu können. Professor Maja Göpel ist zu Gast. In Politiker- und Wissenschaftskreisen gilt ihre Meinung als wichtig und als zukunftsweisend. Judith Strunk stellt sie vor. Sie will nichts weniger als die Welt verändern. Professor Maja Göpel, Politökonomin und Expertin für Nachhaltigkeitswissenschaft. Als Chefin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen berät sie die Ministerien. Und sie ist Mitbegründerin der Initiative Scientists for Future. Maja Göpel ist viel gefragt und eine einflussreiche Stimme, wenn es um soziales und nachhaltiges Wirtschaften geht. Sie sagt, wir haben kein Umweltproblem, sondern ein Gesellschaftsproblem. Wir wollen doch alle eine intakte Natur, Frieden und ein Leben ohne Armut. Warum schaffen wir das denn nicht? Sie hat Ideen, wie es gehen kann. Aber dafür müssen wir komplett umdenken. Professor Maja Göpel. Ja. Warum lachen Sie? Ja, ich sehe mich nicht so oft selber tatsächlich. Wobei Sie ja sehr gefragt sind. Also Ihr Rat ist ja wirklich sehr gefragt als Expertin. Gerade jetzt nicht nur im Zusammenhang mit Corona, sondern auch vorher schon, was die Umgestaltung unserer Gesellschaft angeht, die ja dringend notwendig ist. Ne? Ja, ich glaube, was viele inspiriert hat, ist ein Stück weit, dass ich sehr stark ausgesprochen habe im letzten Jahr und wir auch mit den Scientists for Future das in einer Bewegung gebündelt haben, dass die Wissenschaft sich wirklich mehr in der Öffentlichkeit direkt positioniert und versucht direkt zu erklären, warum wir glauben, dass tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft nicht eine Einschränkung sind, sondern eine Ermöglichung von wirklich einer zukunftsoffenen Gesellschaft, wo viele Lebensgrundlagen geschützt werden, viele Freiheiten von Menschen dadurch geschützt werden, dass wir eben in der Art, wie wir gerade mit unseren natürlichen Ressourcen umgehen, einfach das anders lernen. Und das war, glaube ich, im Grunde genommen etwas, wo viele sehr dankbar waren, dass das einfach mal so deutlich auf den Tisch gelegt wurde. Und das war auch meine Überzeugung, wenn wir die Sachen deutlich benennen und sie wirklich als eine Krise auch rahmen, das sehen wir jetzt auch, dann finden wir eine ganz andere Form, gemeinsam zu wirken und wirklich alle bringen das an den Tisch, was sie beitragen können, damit wir aus der Krise rauskommen. Mhm. Und sie dieses ist immer nicht richtig anerkennen, hat eher ja zu so einer Verschleppung geführt, als dieses Ressourcenbündeln. Und das war eben unsere Motivation. Mhm. Zu den Scientists for Future haben wir gleich auch noch einen kleinen Beitrag, ja. Da müssen wir noch etwas ausführlicher drüber sprechen. Nur noch mal kurz zu Corona und unserem Miteinander, unserem gesellschaftlichen Miteinander. Wie können wir denn das, was wir gerade lernen, im Umgang miteinander, wie können wir das denn nutzen für die Zeit danach, auch im Hinblick auf Ihre Ziele, auf den Klimaschutz? Mhm. Also das Potenzial, glaube ich, schon liegt darin, wirklich zu spüren, was ist richtig wichtig. Also wir haben ja, wenn wir gerade mal so die Berichterstattung auch anschauen, so vor der Tagesschau kommen immer die Börsenwerte als erstes und dann ganz viel Fokus darauf, wie jetzt meinetwegen das Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist. Und das sind dann so die Vergleichswerte, mit denen sich die Kanzlerin versus Macron misst. Und dann sieht man so diese Bilder in den Zeitungen, yay, mein Bruttoinlandsprodukt war höher als dein. Und was ja dahinter eigentlich so verschwindet, ist genau das, was an Lebensqualität zugewinnt oder eben auch schrumpft und wie wir eigentlich das, was wir an Ressourcen haben, zugrunde richten oder es wieder aufbauen. Also im Bruttoinlandsprodukt ist es ein positiver Wert, wenn jemand dafür bezahlt wird, dass er ein Umweltdesaster aufräumt, weil halt jemand dafür bezahlt wird. Und umgekehrt mit den Landwirten haben wir jetzt viele Gespräche, dass die ja eigentlich gerne auch
die Land oder Grund und Boden so schützen würden, dass tatsächlich Biodiversität erhalten wird und dass die Humusschicht auf den Böden so ist, dass die lange fruchtbar bleiben, dass das Wasser gespeichert wird. Wir hatten die Dürren letzten Sommer in Brandenburg. Also dass die Art, wie wir das Land kultivieren, ja unheimlich dazu beiträgt, wie viel Wertschöpfung aus der Natur weiter generiert werden kann und dass wir das aber in unseren Bilanzierungen in der Ökonomie bisher überhaupt auflaufen lassen und auch in den Preisen eben nicht verdeutlichen. Und das war so diese Botschaft, wirklich zu sagen, wenn wir anders drauf schauen, was entstehen kann durch unser Wirtschaften, wenn wir es ein bisschen anpassen, dann sehen wir vielleicht auch das, was wir wertschöpfen und schätzen wollen, besser. Sie beraten ja die Bundesregierung, Sie sitzen in einem ganz wichtigen Gremium. Was genau machen Sie da und wer hört auf das, was Sie sagen? Also die Beirätinnen und Beiräte sind natürlich die in dem Gremium im Endeffekt das Sagen haben, was wir genau inhaltlich machen. Ich leite eben die Geschäftsstelle und eigentlich suchen wir uns immer die Themen aus, von denen wir sagen, dass die eine intensive Betrachtung eigentlich mal verdient hätten. Und da war jetzt eben das letzte Gutachten Digitalisierung und Nachhaltigkeit, um zu sagen, wie kann eigentlich diese Technologierevolution dazu genutzt werden, dass wir Nachhaltigkeitsziele besser erreichen können. Und wie wird sie momentan entfaltet in unserer Gesellschaft und trägt das wirklich zu mehr Nachhaltigkeit bei oder torpediert das eigentlich auch ein paar von den Nachhaltigkeitszielen? Und dann werden das in so dicke Gutachten gefasst und die werden an die Ministerien übergeben und wir sind im Austausch mit einem interministeriellen Beirat. Und im Grunde genommen liegt es dann natürlich aber in der Politik, was sie mit den Empfehlungen macht oder nicht. Also und haben Sie das Gefühl, dass ein Großteil der Empfehlungen umgesetzt wird oder eher dauert das eher zu lange? Also dieser Beirat hat schon auch die Reputation, sehr groß zu denken und sehr weit zu denken. Also es ist auch globale Umweltveränderungen, die wir angucken und sehr zukunftsorientiert. Das heißt, einige von den Ideen, die drinstehen, wird von der Politik, die jetzt direkt versucht umzusetzen im Übermorgen, manchmal als etwas zu futuristisch dann eben auch gesehen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch aus diesem Kontext so etwas wie das 2-Grad-Ziel entstanden. Und ja, in einigen Maßnahmen, jetzt zum Beispiel gibt es ein 100-Millionen-Programm aus dem Forschungsministerium, das wirklich versucht zu unterstützen, wer Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringt, tatsächlich in Forschung und Entwicklung. Und auch Frau Ministerin Schulz hat jetzt aus dem Ministerium für Umwelt eine Digitalstrategie vorgelegt. Und das war natürlich direkt dann eben auch aus den Beratungen, die wir geleistet haben, inspiriert im Mindesten und dann weitergedreht. Und da freuen wir uns dann natürlich auch, wenn wir sehen, wie etwas auf die Straße kommt, klar. Die Digitalisierung ist ja im Grunde, merkt man ja jetzt in dieser Situation, wie viele Vorteile die auch hat. Ne? Also das das merken ja auch Menschen, die vorher gar nichts damit zu tun hatten, wie schön das ist, dass man mal eine Videokonferenz machen kann zum Beispiel. Ne? Ja, sie wurden ja immer so ein bisschen belächelt, ne? Ja. Ist das Land, was sich dem nicht öffnet. Und ich glaube auch, also der Bildungsmoment für die Digitalisierung hat gerade richtig Rückenwind. Und ja gut, auch da, wenn man die Querbezüge zieht, ne, ist natürlich die Hoffnung, dass vielleicht einige überlegen, naja, muss ich wirklich so viel durch die Gegend fliegen oder kann ich doch ein paar Sachen jetzt tatsächlich über so Webkonferenzen auch lösen. Eben, da sind wir wieder bei der Nachhaltigkeit. Genau. Sie haben ja die Scientists for Future schon erwähnt. Fridays for Future, wissen Sie noch? Das kommt einem vor, als sei das ewig her, dass hunderttausende junge Menschen jeden Freitag in unseren Städten für den Klimaschutz demonstriert haben. Aber auch wenn Menschenansammlungen im Moment verboten sind, sind natürlich die Forderungen der Umweltschützer weiterhin aktuell. Maja Göpel hat gerade schon gesagt, sie unterstützt das aktiv als Mitbegründerin der Scientists for Future. Judith Strunk erklärt Ihnen kurz, wer und was dahinter steht. Sie sind laut und sie sind viele. Millionen Schülerinnen und Schüler streiken weltweit jeden Freitag für eine bessere Klimapolitik. Was als Schülerprotest der Schwedin Greta Thunberg 2018 begann, ist längst eine Bewegung geworden. Rückendeckung bekommen die Jugendlichen von Wissenschaftlern, den Scientists for Future. Maja Göpel gehört zu den Mitbegründern der Initiative. Sie solidarisieren sich nicht nur mit den Schülerinnen und Schülern, sie untermauern die Sorgen der Demonstranten mit Fakten. Fast 27.000 Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterzeichneten eine Stellungnahme, in der es heißt, die Anliegen der demonstrierenden jungen Menschen sind berechtigt. Und gemeinsam machen sie Druck auf die Politik. Es muss mehr passieren. Jetzt. Sie haben ja gerade auch gesagt, das kommt einem vor, als sei das so lange her. Ne? Das wird es ja auch so schnell nicht wieder geben, ne? Diese Massendemonstration. Glauben Sie, das ist schlecht, weil das natürlich viel mehr Druck gemacht hat, dieses gemeinsame Demonstrieren?
Ich spüre das schon. Also in den Gesprächen, gerade aus den zivilgesellschaftlichen Organisationen, aber natürlich auch aus der Bewegung selbst, mit denen wir ja im Austausch sind, dass alle so ein bisschen Sorge haben, dass eigentlich diese Stimme aus der Bevölkerung jetzt momentan überhaupt nicht mit am Tisch sitzt und auch nicht wahrgenommen wird. Ne? Also weil es ja sehr, alle sitzen zu Hause und da oben werden wegweisende Entscheidungen getroffen. Und wer damit konsultiert wird oder nicht, liegt eben im Ermessen derjenigen, die die Entscheidung dann treffen wollen. Und da merke ich schon eine wachsende Ungeduld und eine wachsende Sorge darüber. Also ich glaube schon, dass es gut wäre, wenn wir irgendeine Form fänden, wie sich jetzt die Bevölkerung auch wieder mehr gehört fühlt in dem, was sie sich eigentlich wünschen, wie wir aus der Krise rausgehen, auch welche Grundrechte uns wichtig sind, welche Freiheiten uns wichtig sind, dass die nicht angetastet werden. Also bei der App gab es ja wenigstens mal so einen Aufschrei zu sagen, Entschuldigung, also erstens bitte nur anonymisiert und zweitens bitte reversibel, also sprich, wir nehmen das zurück, wenn das hier vorbei ist, aber welche Garantien haben wir dafür? Und es gab es natürlich auch Petitionen in unterschiedliche Richtungen, dass wir nicht einfach so die Fluggesellschaften auf ewig durchfüttern, sondern all diese ja auch Veränderungen im Konsumverhalten, die wir jetzt gesehen haben mit Flugscham und so weiter, die müssen natürlich auch dazu führen können, dass das Volumen an Flügen runtergeht, ohne dass jetzt ein Konzern dann dauerhaft sagen kann, das liegt doch alles nur an Corona und deshalb müssen wir durchgefüttert werden, während wir Werbekampagnen schalten, damit die Leute bloß wieder anfangen zu fliegen. Also müssen wir den Marktkräften dann schon auch die Möglichkeit geben, wenn Konsumenten sich umentscheiden, tatsächlich ja auch Anpassungen in der wirtschaftlichen Struktur zu begleiten und auch anzuschieben und deshalb natürlich auch in den Investitionsprogrammen jetzt wirklich zu gucken, wie schaffen wir das weiterhin, die alternativen CO2-freien Transport- und Mobilitätsformen nach vorne zu bringen. Eben, das ist ja, glaube ich, auch sehr schwer, deine Transparenz zu schaffen, zu sehen, wer hat das Recht, ne, unterstützt zu werden und wer nutzt die Situation im Moment nur aus. Ne? Exakt. Mhm. Ja, und das ist natürlich so ein bisschen diese Gefahr. Also wir sind ja in so einem Schockzustand und jetzt wird auch sehr viel von der Normalität gesprochen, die wir wiederherstellen wollen. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen, dass das, was wir jetzt als Normalität empfinden, einfach weil es vor 5 Wochen so war, natürlich etwas war, was sehr krisenbelastet war. Und wir eigentlich ja ganz viele Transformationsprogramme und auch politische Konsensus darauf hatten, dass wir A, dekarbonisieren wollen, sprich die CO2-Intensität in unserer Wirtschaft radikal nach unten fahren müssen, dass wir einen grünen Deal auf europäischer Ebene angezettelt hatten, dass wir gesagt haben, Mobilität muss anders als nur mit individuellem Autoverkehr auch besser möglich werden. Wir müssen die Landwirtschaft anders ausrichten, wir müssen die Biodiversität schützen. Das waren ja alles Konsense, die daraus entstanden sind, dass wir gesehen haben, was für ein Risiko wir aufbauen, wenn wir nicht anfangen, anders zu handeln. Und deshalb das, was wir jetzt als Normalität vermissen, war ja etwas, wo wir vorher gesagt haben, oh, das müssen wir verändern. Und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das ist wirklich eine komplizierte Situation. Ich weiß von Ihnen, dass Sie schon durch die Prägung durch Ihre Eltern schon sehr, sehr früh sich für Klimaschutz engagiert haben und sich schlau gemacht haben. Und Sie waren mal als junger Mensch, noch jüngerer Mensch als jetzt, in einem Klimawandelcamp, habe ich das richtig gemerkt? Mhm. Klimawandelcamp. Und da sind Sie einem Pionier begegnet, der Umweltpolitik in Deutschland. Und der möchte Sie jetzt grüßen. Gucken Sie mal. Oh. Ja, hallo Frau Göpel. Freue mich, Sie etwas überraschen zu können. Hätten wir beide nie geglaubt, dass wir uns in dieser Situation wiedersehen, wo ein Winzling, ein Virus, die Welt zum Stillstand gebracht hat, wo wir über viele Tote trauern. Aber wie sagt der Volksmund, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Nebenbei ein guter Vorschlag für den nächsten Titel Ihres neuen Buches. Wäre doch mal sinnvoll zu sagen, wie lange brauchen wir diese Atemmaske, die ich schon bereit habe für unser nächstes Treffen. Darauf freue ich mich. Alles Gute für Sie. Viel Erfolg. Jetzt bin ich ja kurz ein bisschen gerührt. Ja, Professor Klaus Töpfer war ja wirklich einer der allerersten, die einfach da zu einer Zeit schon gesagt haben, wir müssen auf unsere Umwelt mehr Acht geben, als das überhaupt noch nicht Mode war. Wie alt waren Sie, als Sie sich begegnet sind und wie eng ist Ihr Kontakt heute noch? Das schien ja sehr vertraut, wie er gerade gesprochen hat. Wir sind uns zum ersten Mal begegnet, 2000 war das, also vor genau 20 Jahren. Ja, das war die Klimakonferenz in Bonn damals. Und da bin ich eingestiegen da haben wir gegründet Jugend, also im Englischen jetzt Europäische Initiative Jugend für intergenerationale Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit zwischen den Generationen in Europa und Nachhaltigkeit.
Und da war er natürlich unser Mentor und Inspirator und hat so quasi die Gründungszeremonie mit uns begleitet. Und seitdem sind wir uns immer wieder begegnet. Und er war ja auch der Bundesminister Umwelt 1992, der den WBGU, wo ich jetzt arbeite, diesen wissenschaftlichen Beirat, auch ins Leben gerufen hat. Ach, er hat ihn ins Leben gerufen? Ja, okay. Das war damals im Kontext der Rio, des ersten Gipfels im Grunde genommen, der ganzen Nation der Welt, zu sagen, wie kriegen wir Umwelt und Entwicklung so zusammen, dass wir eben nicht auf Kosten der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen das machen. Und er hat, und das finde ich, hat man gleich bei seinem ersten Kommentar ja auch gespürt, er hat Ethik mit reingeschrieben. Also er hat gesagt, bei Umweltfragen geht es immer auch um ethische Fragen, weil es immer Verteilungsfragen sind. Und die Art, wie wir eben in die Umwelt eingreifen, natürlich ganz stark damit einhergeht, wer dort leben kann, wer auf diesem Land leben kann, wer dort wie Zugang findet, bis hin zu, dass wir jetzt natürlich auch erforschen, wie stark die Beschränkung von Lebensräumen von Tieren dann auch dazu führt, dass vielleicht Viren überspringen auf die Menschen. Also das ist eine ganz eigene Forschungsagenda, planetare Gesundheit, die wirklich versucht zu schauen, wie wir Menschen gesund bleiben und was das mit der Gesundheit unserer Umwelträume zu tun hat. Und ich finde deshalb, also Klaus Töpfer war für mich immer jemand, der so ganz, ganz stark gesehen hat, wie wir die Sachen wirklich betrachten sollten und damit natürlich auch eine andere Anschlussfähigkeit geschaffen hat, weil er selbst ja aus dem konservativen Lager kam, auch wirklich zu verdeutlichen, das ist kein einfach nur grünes Thema oder linkes Thema oder weiches Thema, sondern das ist eine Grundlage unserer gesellschaftlichen Existenz. Ja, echt ein Visionär. Ja. Grüßen Sie ihn herzlich, wenn Sie ihn sehen, mit oder ohne Maske. Was können wir eigentlich in Sachen Umweltschutz aus der Geschichte lernen? Mehr als manch einer denkt. Recycling zum Beispiel ist keine neue Erfindung. Im Mittelalter haben die Menschen sich schon damit beschäftigt. Wie konkret? Das erzählt Christiane Henningsen in einer neuen Folge von Das erinnert. Klöster sind im Mittelalter Wissensinseln ihrer Zeit. Zentren von Glauben und Wissenschaft. Die Mönche bewahren Wissen und geben es weiter. In Schreibstuben erstellen sie Chroniken, berichten über das Leben von Heiligen und kopieren Bücher. Das Arbeiten dort hart, so beschwert sich ein Mönch Mitte des 13. Jahrhunderts nach stundenlangem Schreiben. Es ist eine Quälerei. Es raubt mir das Augenlicht, es krümmt mir den Rücken, es quetscht mir die Eingeweide und die Rippe, es bringt den Nieren Schmerzen und dem ganzen Körper Müdigkeit. Hier in Doberan haben die Zisterzienser ein Kloster gegründet. Im Laufe des Mittelalters werden sie zu einem äußerst wohlhabenden Orden. Doch auch für die wirtschaftlich erfolgreichen Zisterzienser ist das Pergament zum Schreiben extrem wertvoll. Wer im Mittelalter einem Kloster, auch einer so großen Abtei, materiell etwas Gutes tun wollte, der schenkte den Mönchen Tiere. Schafe, Ziegen und Kälber wurden auch gerne genommen. Denn aus ihnen konnte man das wertvolle Pergament herstellen. Pergament brauchte man zum Schreiben. Für ein durchschnittliches Buch benötigte man die Haut von etwa 100 Ziegen. Wenn man eine kostbare große Bibel herstellen wollte, dann stieg die Zahl der benötigten Tierhäute gerne mal auf über 500. Die Tierhäute werden in scharfer Kalklauge gebeizt und weich gemacht. Mit einem Schabeisen werden dann die Haare entfernt. Als besonders fein galt übrigens das sogenannte Jungfernpergament, das aus der Haut ungeborener Lämmer gewonnen wurde. Ein aufwendiges und teures Verfahren. Und weil das so war, hatten die Mönche in ihren Schreibstuben eine Idee. Nicht mehr benötigte Schriften einfach wieder zu verwenden. Hier ungefähr muss es gewesen sein. Das Skriptorium des Klosters Doberan. Hier wurde geschrieben, hier wurde diktiert, hier wurde kopiert. Hier saßen die Mönche bei harter Arbeit. Und wer jetzt die Ohren spitzt und genau hinhört, hört ein leises Schaben. Es rührt daher, dass die Mönche mit einem Bimsstein oder einem scharfen Messer vorsichtig die Schrift von einem Pergament abkratzen. Und so verwandeln sich Buchstaben für Buchstaben, ob altgriechisch oder Latein, in kleine Krümel. Einmal drüber gepustet und das Pergament ist wieder schreibbereit. Recycling. Solche überschriebenen Bücher nennt man Palimpsest. Wie hier im Archimedes-Palimpsest ist die Löschung unvollständig. Viele kostbare Schriften aus dem Altertum, wie die des berühmten Mathematikers, wurden einfach deshalb überschrieben, weil man ihren Wert damals nicht geschätzt hat.
Geschichten über Heilige waren den Mönchen wichtiger als Erkenntnisse griechischer Gelehrter. Pergament ist ein perfekter Datenträger. Es transportiert die Schrift über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Und selbst an den Stellen, wo die Tinte einst abgeschabt wurde, können wir heute dank moderner Technik die ursprüngliche Schrift wieder sehen. Tja, liebe Mönche, ihr würdet euch wundern, was wir heute entziffern können von dem, was ihr einst abgeschabt habt. Trotz der Nachhaltigkeit des Pergaments ist der Siegeszug des Papiers in Europa spätestens mit dem 15. Jahrhundert und der Erfindung des Buchdrucks nicht mehr aufzuhalten. Billiger und leichter zu bedrucken, revolutioniert es die Geschwindigkeit der Datenspeicherung und der Datenweitergabe. Und trotzdem bleibt, die Idee von Recycling gab es sogar schon im Mittelalter. Da sind wir schon wieder. Ja, also interessant. Wusste ich nicht, dass die Mönche da schon so bewusst gemacht haben. Haben Sie eigentlich das Gefühl, ich habe da jetzt auch gestern mit Ina noch drüber gesprochen, Ina Müller und auch mit anderen Menschen schon, dass wir uns im Moment notgedrungen sozusagen nachhaltiger verhalten als vor der Krise? Ja, glaube ich schon. Also weil wir verhindern ja Wege. Und sonst sind wir das so gewohnt gewesen, im Vorbeilaufen immer noch mal schnell alles mitzunehmen. Also die To-Go-Kultur, ne, ist ja so ein bisschen runtergegangen. Wir nehmen uns vielleicht sogar unsere eigenen Sachen mit, was vorher undenkbar war, weil es total unbequem ist. Und jetzt denken wir so, na ja, wer weiß, wer das einpackt und was dann vielleicht so an der Tüte hängt oder so. Und insgesamt auch dieses im Regal mal wahrzunehmen, dass Dinge nicht mehr da sind. Das fängt ja, also wir fangen jetzt an, so in Prozessen zu denken. Ne? Vorher war immer nur ich und mein Produkt und das liegt da und es ist leicht zugänglich. Und jetzt ist auf einmal so, okay, ich bin angehalten, nichts ganz zu viel für mich zu horten, damit für alle was da ist. Und oh, jetzt ist das Regal leer, wann kommt denn eigentlich wieder was? Also wir fangen an zu fragen, wo kommt es her? Mit wem müsste ich mich vielleicht sogar gut stellen oder wo muss ich fragen, wann das kommt? Also wir fangen wirklich an, in Prozessen zu denken und merken auch, wie viele daran beteiligt sind. Und das finde ich eine Riesenchance. Auf jeden Fall. Dieses Haushalten kriegt eine andere Qualität wieder. Ne? Ja, also man merkt es ja an diesem albernen Klopapier-Thema auch. Ne? Oder an, dass man einfach, wenn man noch was da hat, dann sagt man das mal, das werfe ich jetzt nicht weg, sondern ich mache was draus. Ne? Genau. Das ist wieder so eine positive Begleiterscheinung dieser Corona-Krise. Sie haben ja ganz konkrete, auch in Ihrem Buch, ganz konkrete Empfehlungen auch, wie wir uns nachhaltig, vernünftig verhalten sollten, auch um unsere Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Mhm. Haben Sie da so ein paar konkrete Beispiele? Mhm. Also wir haben auch bei den Scientists for Future mal so die 4F im Grunde genommen überlegt. Fliegen, Fleisch, Fummel und Finanzen. Also beim Fliegen war es schon eindeutig, war ja auch vorher ziemlich bekannt. Das ist wirklich die effektivste Form, Klima zu schützen, indem ich einfach Flüge weglasse. Mhm. Das nächste ist dann Fleisch. Wenn wir uns wirklich anschauen, auch gerade nicht nur Klima, da haben wir ja sehr stark über die CO2-Belastungen gesprochen, aber eigentlich ist das eine Art der Flächennutzung, die überhaupt nicht nachhaltig ist. Also von dem Eintrag ins Grundwasser, durch die Gülle zum Beispiel, ist nur eines. Aber natürlich auch, wir haben nach Brasilien geschaut, der Amazonas brennt. Und im Grunde genommen geht unsere Lunge der Welt kaputt. Aber natürlich ging die auch vorher schon kaputt, und zwar durch Rodung, damit dort Soja angebaut werden kann, das in unsere Kühe reingesteckt wird, damit wir dann hier ganz viel Fleisch produzieren können, um dann das Fleisch zu exportieren. Also die Art, wie wir einen Fleischkonsum für uns für selbstverständlich in Anspruch nehmen, der wahnsinnige Kollateralschäden hat, der ist schon auch wirklich sehr gut nachgewiesen inzwischen. Das heißt, einfach mal zu überlegen, ein gutes Stück Fleisch mit Genuss zu verzehren, soll niemandem genommen sein, aber sich wirklich zu überlegen, wie viel es denn sein muss. Und Fummel und Finanzen sind die anderen beiden, also Fast Fashion, dieses wirklich ständig neu und ganz billig. Und wer ist denn eigentlich in der Herstellung von dieser ganzen Billigware, mit welchen Löhnen oder ja wirklich kaum Löhnen, die jetzt die Menschen ja auch nicht überleben lassen. Also die Tagelöhner sind ja die momentan, die von der Krise am allerstärksten betroffen sind. Da involviert und auch was, mit welchen Chemikalien wird da gearbeitet und wie werden da Flüsse, die dann wiederum Grundnahrungsmittel bereitstellen, verseucht. Das heißt, auch wirklich bei Textilien drauf zu schauen, wo kommen die her, wie viele brauche ich davon tatsächlich? 60 Kleidungsstücke im Durchschnitt, die Deutsche oder der Deutsche das im Jahr. So viel, das hätte ich nie gedacht. Hätte ich auch nie gedacht. Und zwar ohne Socken, ohne Unterhosen. Ne? Also, ja. Und da wirklich zu denken, Mensch, ich kann mir doch mal ein schönes Stück irgendwie besorgen und dann trage ich das mit Stolz und pflege das. Aber es geht natürlich entgegen der Kultur der dicken Primark-Taschen, wo ich das Zeug im Zweifel einmal trage und dann wegschmeiße oder nicht mal anprobiere, weil es kostet nur 3 Euro und dann schmeiße ich es halt in die Tonne. Und deshalb dieser ganze Bereich Fummel, wie wir es zusammengefasst, ganz wichtig. Und Finanzen, wir haben jetzt wirklich ja auch Banken und Anlagemöglichkeiten, die Nachhaltigkeitskriterien machen. Und das war auch ein großer Trend, der sich endlich auch
größer durchgesetzt hat. Also gab es bis hin dann von dem Vorstandsvorsitzenden von Goldman Sachs als einem der größten Investmentbanker ja auch eine große Botschaft im Januar an die Konzernlenker der ganzen Welt zu sagen, wir werden jetzt darauf achten, was bei euch an Klimarisiken in den Portfolios drin ist. Mhm. Aber so eine GLS-Bank oder eine Triodos-Bank oder eine Ethik-Bank, die haben ja jetzt schon angefangen zu sagen, wir stecken das Geld in Projekte, die wirklich auch das fördern, von dem wir sagen, dass das zukunftsfähiges Wirtschaften ausmacht. Mhm. Da gibt es dann so ein Fair Finance Guide oder so. Ne? Also es gibt einfach an den vier Bereichen habe ich so mit meinen Konsumentscheidungen immer einen Hebel in das Neue entstehen lassen, also die nachhaltigen Wirtschaftsformen entstehen lassen. Und das wäre so eine Verbindung aus meinem Alltagshandeln hin zu etwas dann Politischem und natürlich gerne im politischen Raum auch sagen, dass die Bundesregierung jetzt eine nachhaltige Finanzstrategie machen soll, dass es ganz wichtig ist, dass wir Dumpingpreise im Lebensmittelbereich vielleicht einfach mal verhindern, damit die Bauern davon leben können. Also es gibt ja immer so politische Äquivalente eigentlich, also wo Menschen sich auch dafür einsetzen, zu sagen, die Rahmenbedingungen für die Produzenten, die nachhaltig wirtschaften wollen, müssen sich verbessern. Glauben Sie eigentlich, dass es infolge dieser Krise jetzt einen Rückschritt geben wird von der Globalisierung wieder in Richtung Regionalisierung? Es wird ja, also der Begriff Resilienz haben wir vorhin schon mal benannt und das heißt ja eigentlich Widerstandsfähigkeit. Also dass sich in dem Moment, wo ein Schock entsteht auf ein System, nicht sofort alles zusammenbricht. Und das hatten wir jetzt vor allem beobachtet natürlich bei so Atemmasken oder wichtigen, ja im Grunde auch Medikamenten. Was wir alles ausgelagert haben quer über die ganze Welt oder wie direkt immer nur geliefert wird, damit ich bloß nichts auf Lager halten muss, weil das etwas kostet. Aber in dem Moment, eine Lieferung unterbrochen wird, habe ich dann im Zweifel nichts mehr. Und das ist so etwas, wo viel jetzt drüber nachgedacht wird. Wie können wir diese Wertschöpfungsketten und Lieferketten mit ein paar Puffern ausstatten oder im Gesundheitssystem eben einfach, warum sind da so wenige Personen, dass die in dem Moment, wo jemand krank wird, dann nicht mehr die Versorgung hinbekommen oder wo viel mehr Kranke kommen, dann sofort der Eindruck entsteht, wir haben überhaupt nicht die Kapazitäten, das aufzufangen. Mhm. All das beschreibt Resilienz, dass wir ein bisschen Puffer einbauen, falls sich Dinge verändern. Und da wird ganz klar diskutiert, zumindest bei welchen Gütern, die wir Thema Versorgungssicherheit wirklich merken, dass sie erstmal essentiell sind. Den Rest der Wirtschaft können wir ja sehr stark runterfahren gerade, aber Lebensmittel, Gesundheit, Energieversorgung, das sind ja genauso drei ganz zentrale. Wie können wir da uns eigentlich so aufstellen, dass es regionaler wieder wird und damit weniger anfällig? Wir haben das Thema Flüchtlinge, das ist ja gerade ganz aktuell, Flüchtlingspolitik, weil jetzt die ersten Jugendlichen ja ausgeflogen werden. Luxemburg nimmt welche auf, Deutschland nimmt welche auf. Das ist natürlich ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn man sich die Menge der Menschen anguckt, die da Hilfe brauchen. Das ist aber auch eine große Frage der Solidarität, also auch eine Prüfung für Europa. Wie gehen wir mit dieser Situation jetzt um? Ne? Ja, absolut. Also mich hat gerade in dem Beitrag ja am meisten berührt und ich glaube, das sollten wir uns alle vielleicht immer wieder mal ins Gewissen rufen, das Tragen der eigenen Erde in einem Beutel. Ne? Das habe ich auch gedacht. Weil wir haben immer so das Gefühl, ja, die wollen hier nur alle rein, damit sie bei uns irgendwie mitmachen können. Mhm. Und viel mehr und viel stärker hinzuschauen, unter welchen Umständen oder was muss passieren, damit ich getrieben werde, solche Risiken auf mich zu nehmen, den eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Mhm. Und ich nehme meine Mutter Erde mit. Das heißt ja nicht, dass ich Fahnenflüchtiger bin, der sagt, hey, yo, ich will den Wohlstand im Westen, sondern das heißt ja die Verzweiflung, dass dort, wo ich lebe, nicht mehr die Existenz möglich ist und das Überleben möglich ist. Und das nennen wir in der internationalen Zusammenarbeit halt Forced Migration. Also ich werde gezwungen, und da haben Umweltveränderungen und Klimawandel ganz, ganz viel damit zu tun. Ich werde gezwungen, mein Land zu verlassen, weil ich dort nicht mehr überleben kann, weil es dort nicht genug Nahrungssicherung gibt, weil es dort Konflikte gibt, die mit Ressourcenabbau häufig zu tun haben. Und die Ressourcen laufen natürlich zu uns, weil hier die Wertschöpfung dann stattfindet und die Kaufkraft angelagert ist. Und das war mir immer sehr wichtig. Und wir fassen das unter der Externalisierungsgesellschaft, dass wir ja all das, was wir in Anspruch nehmen und diesen Verzichtsdebatten immer so gerne vergessen, dass wir natürlich einen viel zu hohen Anspruch auf das aus der Erde rausnehmen, egal, ne, wo es unter welchem Territorium es schlummert. Solange wir das Geld haben, wollen wir es haben. Und was das natürlich mit den Lebensbedingungen dort vor Ort macht. Und deshalb gab es auch die Initiative, eine Fluchtursachenkommission wirklich einzusetzen, die sich viel stärker mit den Zusammenhängen unserer Art und Weise Erde für uns in Anspruch zu nehmen, mit den Lebensbedingungen dort und mit dann eben so etwas wie forcierter Migration aus einer Notwendigkeit heraus, diese Zusammenhänge mehr anzuleuchten. Und ich glaube, dann würden wir auch mit einer anderen
Perspektive über Fluchtursachen und über die Motivation der Menschen, die sich auf den Weg machen, sprechen können. Und die würde uns, glaube ich, sehr gut tun. Wie kann man das denn vorantreiben? Ich meine, Sie haben ja nun einen engen Kontakt auch zu Politikern. Wie kann man da ein Umdenken auch bei uns allen beschleunigen, was diese Gerechtigkeitsverteilung, diese Frage der Gerechtigkeit weltweit angeht? Also im Grunde genommen versuchen wir das ja auch jetzt. Ne? Momentan sehen wir eine sehr nationale Reaktion. Wir schaffen es ja nicht mal europäisch wirklich zusammen an einem Strang zu ziehen. Und da wird tatsächlich aus dem europäischen Umfeld mit großem Erstaunen auf eine Bundesregierung geschaut. Auch im Kontext jetzt eben der sogenannten Corona-Bonds oder anderer Maßnahmen, wo man wirklich sagt, das ist ein Schock von außen. Da hat auch kein Land falsch gehaushaltet oder irgendetwas, sondern hier geht es jetzt erstmal darum, diese Gemeinschaft zu schützen. Es ist immer schwieriger, wenn die direkte Betroffenheit nicht so ganz klar auf der Hand liegt. Also wir sind einfach besser darin, wenn das ein Verwandter ist oder wenn ein Name ist anstatt eine Nummer. Deshalb ist so eine Arbeit ja wahnsinnig wichtig. Ja. Aber wir haben ja zum Teil auch wirklich die Solidaritätswellen gesehen, die möglich wurden durch Social Media, dadurch, dass wir Teilhabe hatten an den Situationen in anderen Ländern. Und was eben noch viel stärker jetzt ins Bewusstsein rein muss und auch in unsere ganze Kalkulation und Diskussion darüber, was wollen wir für uns in Anspruch nehmen, in unserer Form zu wirtschaften, ist immer diese Rückkopplung mit dem, was wir tun in anderen Ländern. Und gerade jetzt, da gab es auch einen großen Aufruf, jetzt Gott sei Dank, vom UN-Generalsekretär an die G20, was ja die reichsten Länder dieser Welt sind, wirklich zu schauen, wie können wir verhindern, dass jetzt eine wahnsinnige humanitäre Katastrophe in den Ländern aufläuft, die mit Tagelöhnern und ohne Gesundheitssystem existieren müssen. Da sitzen wir hier auf einer Scholle der Glückseligkeit. Das können wir überhaupt noch nicht absehen, glaube ich. Die Folgen, wie sich das da entwickeln wird in den nächsten Monaten, was da passieren wird. Das ist auch, wie Sie schon sagen, auch so eine Kristallkugel, Orakel. Genau. Man weiß es einfach nicht. Genau, es ist eine Kristallkugel. Und auch da wirklich zu sagen, was heißt denn Solidarität? Wie können wir da jetzt Geld zur Verfügung stellen, was auch dort jetzt direkt der Bevölkerung hilft? Wie kann diese Kooperation, vielleicht auch in der Art, welche Sektoren wir in der Wirtschaft erstmal wieder stabilisieren und hochfahren, wie können wir die vielleicht auch begünstigen, die eben sehr stark für die Wertschöpfung in den Ländern auch zuständig ist. Es gibt jetzt Appelle, dass man keine Exportbeschränkungen gerade bei Grundnahrungsmitteln machen sollte, weil einige von den Ländern total abhängig davon sind, wirklich ganz grundlegend Weizen oder Reis oder etwas, was so Grundnahrungsmittel ausmacht, zu erhalten. Also dieser Appell, wir müssen uns jetzt viel stärker, weil die Wertschöpfungsketten so integriert sind, auch als eine globale Gemeinschaft wahrnehmen. Das ist im Grunde genommen der Appell aus der sozialen Perspektive und aus dem Klimabereich haben wir das immer schon gesagt. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Ja, das war ein sehr gutes Schlusswort, Frau Göbel. Ich könnte noch stundenlang weiter mit Ihnen reden. Danke, dass Sie uns die Augen so ein bisschen geöffnet haben. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Morgen kommt der großartige Pianist Igor Levit übrigens aufs rote Sofa. Und die Sendung können Sie sich als Podcast auch noch mal anhören. Das lohnt sich. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen.